Wir haben jetzt auch in Bayern einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit den Straftaten des nationalsozialistischen Untergrunds befassen wird. Ich werde den Untersuchungsausschuss als stellvertretender Vorsitzender begleiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch in Bayern das Geschehen untersuchen und dass wir uns dann vor allem bemühen, entsprechende Konsequenzen in diesem Untersuchungsausschuss zu erarbeiten. Schwerpunkte werden sein die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, die Ermittlungsstrategie der Behörden, die Rolle der V-Leute, aber natürlich auch die Frage, warum ist es 10 Jahre lang nicht gelungen, den Straftätern, den Terroristen auf die Spur zu bekommen. Es ist, glaube ich, ein großer Gewinn, dass hier alle Parteien zusammenstehen, dass sich die Demokraten um den Kampf gegen den Rechtsradikalismus gemeinsam bemühen. Und ich denke, dass der Untersuchungsausschuss auch ein Signal an die Öffentlichkeit ist, dass wir tatsächlich hier in der Bundesrepublik und auch in Bayern mit massiven Anschlägen des Rechtsterrorismus zu tun haben und dass wir, die ganze Gesellschaft, die Medien zusammenstehen müssen, um solche Dinge in der Zukunft zu verhindern.